Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zu The Forest. Ja, jetzt die Version 0.13 drauf, beziehungsweise für euch jetzt schon die 0.13b. Ja, weil ich habe schon mal ein bisschen gespielt The Forest, das Update kam ja ein bisschen verzögert. Deswegen weiß ich jetzt schon ein bisschen mehr als sonst, weil man schon weiß, wusste jetzt nicht genau, stimmt das jetzt auch oder nicht. Und manchmal war es nicht so richtig gewesen. Meistens zwar schon, aber naja. Auf jeden Fall, in den jetzigen Updates kamen wieder richtig viele neue Sachen hinzu. Und das B-Patch hat quasi nur ein paar Bugs behoben, die ich gerade auswendig weiß. Nur so wie Plexfields gab, dann war der Schatten zu dunkel und alles Mögliche, da konnte man nicht richtig spielen. Auf jeden Fall, in der neuen Version kam jetzt alles richtig geiler neuer Shit wieder hinzu. Und dann fangen wir auch mal mit den ersten Sachen an. Fangen wir bei den Spielinhalten an, würde ich sagen. Und es gibt jetzt in der Höhle Nummer 2, ich habe keine Ahnung, welche das ist, gibt es jetzt nun Kreiszeichnungen. Und davon haben wir manchmal jetzt auch einen hellen Sternsticker, ja. Und die kann man da auch aufsammeln, genauso wie die Spielfiguren. Oder die Teile davon. Und da wurde ein Tipp gegeben, dass man versuchen soll, alle Orte der Sterne zu finden. Und das kann man gerne machen. Warum auch nicht? Die Zeichnungen gibt es auch im Flugzeug, im Absturz. Das ist halt Zeug, gemaltes Zeug vom Timmy, denke ich mal, der neben einem sitzt, wenn man abstürzt. Und ja. Dann wurden jetzt zufällige Hinweistexte zum Deathscreen hinzugefügt. Das heißt, wenn man stirbt, bekommt man auch noch so einen schönen Hinweis, dass man nächstes Mal nicht so schnell stirbt. Das ist, denke ich mal, relativ sinnvoll, ja. Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man es sofort noch nicht so gut kennt. Und dann gab es auch jetzt wieder einiges Neues zum Bauen. Es ging jetzt mehr ins Lagersystem über, würde ich sagen. Beziehungsweise kann man jetzt mehr lagern. Es gibt nämlich jetzt einen Waffenständer. Das heißt, man kann seine ganzen Sachen da reinhauen, die ganzen Waffen. Bis zu 4 Stück. Das heißt, man kann seine ganzen Äxte da reintun. Und ist ganz geil. Allerdings kann man die Leuchtpistole da nicht hinzufügen. Das geht nicht. Dann gibt es jetzt einen Snackschrank. Sagen wir einfach mal. Ich sage gerade auf Deutsch, die Sachen, weil ich gerade eine deutsche Übersetzung aufmache, deswegen nicht wundern bitte. Und da kann man halt sein ganzes Zeug dann lagern, wie die Trinkflaschen und die anderen Snacks da, die Schokoriegel da und alles. Ist auf jeden Fall sehr geil, besonders im Multiplayer kann man damit halt dann auch handeln und so was. Und dann gibt es noch so ein Explosive-Roller-Ding da, wo man den ganzen Sprengstoff reinlagern kann. So wie ein Medizinschrank. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich habe auch gar nicht sowas gedacht, dass sowas da mal reinkommen würde. Sehr, sehr nice. Dann gibt es jetzt Kletterseile, die man zum Beispiel an die Plattform noch extra hinzufügen kann. Wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwo extra hoch will. Und es gibt mehrere Gegenstände, wo man die Anker hinzufügen kann. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig an welcher, aber es gibt einige. Also man kann die halt an verschiedene Konstruktionen, die Luft dann sind, halt hinzufügen. Und dann gibt es jetzt noch einige neue Sheet Codes. Das heißt, man kann noch ein bisschen mehr cheaten. Wie das Cheaten geht, weiß ich gerade auch leider nicht. Könnt ihr gerne mal selbst in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Das würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Vegetarier-Modus. Da sind halt die Gegner nur nachts über aktiv. Und tagsüber hat man dann schön, ja, viel Platz zum Bauen. Schön ruhig alles. Warum auch nicht? Und da gibt es noch so einen Math-Mode oder Meat-Mode, keine Ahnung, wo halt alle anderen Sheets wieder deaktiviert werden. Und das ist auf jeden Fall, wenn man cheatet, sinnvoll. Dann gibt es noch ein weiteres Baubauersobjekt. Haha, ein Experimental-Ceiling? Weiß ich gar nicht, oder Fußboden halt. Der bringt. Ja, ich habe ihn gebaut und er war eher eine Decke. Man kann ihn bei den Experimental Walls hinzufügen. Und wenn man die gebaut hat, kann man sie oben dran heften. Das gibt halt die Möglichkeit, dass man oben einfach weiterbauen kann. Vielleicht wie ein weiterer Boden, da kann man alles mögliche draufstellen. Sehr, sehr geil. Aber ich finde es eher, dass es kein Fußboden, sondern eher eine Decke ist, weil Fußboden konnte ich da noch nicht einsetzen. Es gibt schon irgendwie. Und trotzdem sehr nice auf jeden Fall. Und es ist sehr eigen, das zu bauen. Also es ist nicht so wie normale Sachen. Das muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Und ich hoffe, man sieht es im Video einigermaßen, weil es halt relativ dunkel auch war. Naja, aber im Dunkeln sieht man besser die Blueprints, weil tagsüber sind die eher auch nicht sichtbar. Naja, ist halt so.
Dann gibt es jetzt bei Bomben, wenn die so explodieren, gerne machen Kaboom und so, dann tut sich die Kamera so schütteln. Boah, die geht da ein bisschen mit. Und das wirkt dann alles viel realer. Und es ist ganz lustig, wenn auch mehrere Bomben dann hinhaut und dann macht Bam, Boom, so und die Kamera wackelt. Finde ich ja sehr geil auf jeden Fall. Dann wurde das Aussehen von Holzmauern verbessert. Ich habe jetzt keinen Unterschied bisher gemerkt. Und es soll auch bessere Texturen geben und besser, soll besser aussehen, wenn die auseinanderbrechen. Ich habe es ja, glaube ich, das Video sogar gezeigt. Ich weiß nicht, welche Wände die meinen. Die normalen Walls, wie die Defensive Walls meinen. Aber man kann, das Einzige, was man ja so mit der Axt zerstören kann, sind ja die normalen Walls. Und die sind einfach wie immer zerfallen. Soweit ich das mitbekommen habe. Und ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das wurde nicht richtig hinzugefügt, eventuell. Ich weiß es nicht. Korrigiert mir, wenn ich da auf jeden Fall falsch bin. Und. Naja, ansonsten das Gazebo. Ja, das hat so eine Kollisionsabfrage. Das heißt, man kann jetzt auf dem Boden davon auch noch Sachen bauen. Und ist sinnvoll, man kann sich da zum Beispiel dann ein Lagerfeuer noch reinhauen. Oder was auch immer. Ein Sticklager, was auch immer, oder wo man Stein gelagert. Oder wo man vielleicht so ein Snackbar reinhaut und so. Weißt du, da kann man so ein bisschen, ich da ein bisschen wohnlicher als gestalten. Naja. Ist auf jeden Fall immer ganz nice. Dann gibt es jetzt noch hier so und nein, die Steinwaffen jetzt, also die Äxte. Ich glaube, die eine Steinaxt. Ich weiß es nicht, ich denke mal, oder die Steine an sich, mit denen kann man auch schlagen. Haben jetzt einen reduzierten Schaden, wenn die nicht aufgewertet sind. Das heißt, man muss die mittlerweile aufwerten, damit die erstmal richtig Schaden machen. Ich habe da teilweise übelst lange auf einen eingeknüppelt, der ist nicht gestorben. Nicht auf das leider nicht auf der Aufnahme drauf gewesen, deswegen seht ihr das jetzt wahrscheinlich nicht. Aber man sollte dann die Waffen aufwerten. Wobei das nur so lange gilt, bis man wieder lädt. Wenn man lädt, sind die ersten Aufwertungen wieder mal weg. Das wurde bisher nicht mitgespeichert. Jetzt kann man auch die Vögel besser treffen. Da wurde jetzt der Kollisionsbereich erhöht. Und das war ja immer sehr schwierig, die Waffen zu bekommen. Oder man hat richtig knapp vorbeigeschlagen. Und jetzt ist es um einige einfach geworden, wenn man halt trifft. Ne? So, jetzt gibt es noch eine andere sehr eklige Sache, muss ich sagen. Eine weitere Sache, die The Forest in Richtung Horror gerne wirklich, ich weiß nicht, also es ist nicht schön anzusehen, sagen wir mal so, weil ja die Kannibalen oder Eingeborene, wenn man die jetzt tötet, dann liegen die ja so rum, ne? Und wenn man normal draufhaut, explodieren die ja quasi und die ganzen Körperteile fliegen rum. Und genau das sieht jetzt nicht mehr, sondern man muss jetzt die einzelnen Körperteile vom Körper abhacken. Und das ist schon krass, muss ich sagen. Man kann jetzt auch die Kannibalen oder die Leichen halt. Genau, die Leichen kann man mit sich rumtragen. Und wenn man halt die ganzen Arme abgehaut hat, dann nimmt man einfach nur den Oberkörper so mit. Und das ist schon eklig, muss ich sagen. Also. Puh, schwierig, ne? So, jetzt die Baumhäuser, die benötigen jetzt auch einen Seil zum Bau. Und das haben wir vorher nicht, die haben einfach so einen Seil gehabt. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen Seil. Und ist auf jeden Fall sinnvoll. Weil wenn man ein Baumhaus baut und kein Seil dafür braucht, wo zu bauen, warum hängt denn da ein Seil dann dran? Ne? Dann wurde die Höhle 1 noch überarbeitet. Welche Höhle das ist, weiß ich mal wieder nicht. Und da gibt es mehr interessante Bereiche und man kann sich besser navigieren. Angeblich. Ich glaube, das ist sogar die Höhle. Ich hab schon in einer Höhle so eine Karte gefunden. Mit so einem Stern drauf. Und also ich habe so ein Stück Papier bekommen mit so Sternen drauf und das war so eine Art Karte. Vielleicht meine ich das, ich glaube, war eher in Höhle 2, wo es halt mit den ganzen Kreiszeichnungen vorkam. Auf jeden Fall gibt es da halt jetzt noch mehr geheime Bereiche und Gegenstände. Und eine verbesserte Kollisionsabfrage, was ich jetzt halbwegs gemerkt habe. Ich bin auch durch die Höhle nochmal durchgelaufen. Und ein bisschen hinter den Ecken lang gelaufen, teilweise, oder wo man sich ein bisschen ducken musste. Und da bin ich fast aus dem Map rausgefallen. Weil, beziehungsweise, habe ich mich da die Steine durchgepackt. Das war nicht sehr schön. Aber die Höhlen haben sich generell ja super duper verbessert. Also im Gegensatz zu den ersten Versionen, das ist wirklich top, würde ich sagen. Jetzt kann der Spieler auch keine Stellen mehr beim Springen, Schwimmen, Segeln oder Schieben des Schlittens aufheben. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil. Ey, wenn du irgendwas machst, kannst du nicht mal keine Baumstämme schleppen. Das ist ja schon so schwierig, dass ich gleich zwei auf einmal tragen kann. Ein bisschen unrealistisch, aber ist ja noch okay. Aber dass es dann halt während des Schwimmens irgendwie noch so einen Baumstamm aufhebt, nee.
Und jetzt werden auch die hier gehaltenen Stämme, die man hat, werden jetzt halt beim Schwimmen, Segeln, Schieben, Schlitten und so weiter und so fort, werden die dann abgelegt. Und ist teilweise sogar noch verbuggt, also wenn man ein bisschen rumspringt oder so oder irgendwie mal Baumstamm nimmt, dann lässt er ab und zu immer fallen, weil er denkt, man wird irgendwie schwimmen oder was auch immer, keine Ahnung, springen, weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall akzeptabel und ist okay gemacht. Und jetzt wieder die Hülle Nummer 2. Der wurde jetzt die Eingangsoptik verbessert. Wieder welche Hülle das ist, weiß ich nicht. Aber okay, ich habe auch nicht gesehen tatsächlich. Ich bin rumgelaufen, habe aber nicht gesehen, so was das jetzt so damit gemeint ist und so. Naja. Dann eine weitere Sache, worauf ich schon länger gewartet habe, aber es nicht gehofft habe, dass es fixen werden bzw. mit reinnehmen werden, weil jetzt wird mehr Ausdauer verbraucht, wenn man blockt. Und wenn die Ausdauer weg ist, wird man halt dann verletzt. Und das heißt, vorher kommt einfach rumlaufen durch die Blocken und man hat keinen Schaden bekommen. Jetzt schlagen die nicht ein, zwei Mal und dann ist Blocken weg. Ja? Dann hauen die die Wurf von einer rein, machen richtig Damage irgendwie. Also vor allem in der Höhle wird ja fast verreckt. Ja, ist krass. Jetzt wurde doch die Gebäudeplatzierung verbessert, das heißt, man kann die Gebäude noch besser platzieren. Habe ich. Ich glaube, ich zeige euch gerade gar nicht so gut, weil ich dazu jetzt kein Video gemacht habe. Aber vielleicht ist irgendwas, wo ich mal so ein Gebäude platziert habe. Mal schauen. So, und dann würden wir sagen, gehen wir so ein bisschen die Änderung rüber zum Multiplayer. Da beeile ich mich ein bisschen, weil ich dazu einfach gar keine Videos habe. Ansonsten seht ihr jetzt wieder das geile Thumbnail. Und jetzt wurde Multiplayer. Gibt es zwei verschiedene, beziehungsweise zwei neue Charaktermodelle. Da ist noch der normale, wo viele sagen, der wird so ähnlich wie Kronk aussehen und noch ein bisschen ein dunkelhäutiger. Einfach mal so. Darf man es auch mal so sagen? Ich sag's einfach mal. Ich habe dazu jetzt auch keine Bilder, nichts gemacht, weil ich auch nicht das Multiplayer gespielt habe. Aber ihr könnt selbst mal reinschauen und dann seht ihr ja die verschiedenen Charaktermodelle und ist sinnvoll. Ich würde sogar sagen, es sollte mehr reinkommen, weil Multiplayer sollte schon ein bisschen mehr unterscheiden. Oder dass man irgendwie selbst seinen Charakter ein bisschen so zusammenstellen kann. Weil vorher das gleiche Charakter war schon übertrieben. Jetzt sind es zumindest nur zwei verschiedene. Das ist schon mal eine Besserung. Ne? Dann wurde jetzt noch im Multiplayer die Performance verbessert. Immer noch nicht perfekt, wie ich jetzt schon hörte. Das soll immer noch Lags geben, teilweise. Aber sie wird verbessert und sie arbeiten weiter dran. Ich kann mir vorstellen, dass so zwei, drei Versionen auf jeden Fall der Multiplayer richtig, richtig geil ist und sogar Lags frei. Dann wurden sehr, sehr viele Sounds im Multiplayer repariert, auch dass man jetzt, wenn man irgendwas abbaut oder andere was abbauen, dass man es noch Kilometer weit hört. Und wird alles ein bisschen mehr gefixt und so weiter und so fort. Und jetzt erscheinen auch alle Gegnertypen im Multiplayer. Ich weiß gar nicht, ob vorher alle da drin waren. Ich habe Multiplayer spielt halt sehr, sehr, sehr wenig. Und ist halt so eine Sache, ne? Und jetzt gehen wir nochmal im Bereich von Gegnern und Tieren. Da geht es jetzt eher um dieses Armsü, dieses Tentakel-Mutanten-Ding da, dieses Arm-Monster. Und das kann sich jetzt schneller drehen. Und kann es auch auf weitere Entfernung angreifen. Und wird jetzt öfter so an Bäumen vorbeischreiben, dass sie halt irgendwie so kaputt gehen, keine Ahnung. Und es tut jetzt auf Explosionen reagieren, indem es halt so nach hinten taumelt und alles Mögliche. Und wurde halt einiges an dem Viech geändert. Dann wird dieses Tentakelmonster auch noch Mauern und andere Strukturen halt von in Nähe vom Spieler halt zerstören. Und wird halt auch besser mit den herumliegenden Stämmen dann interagieren, indem es halt diese wegstößt und so weiter und so fort. Dann die Tentakelmonster-Viecher da erhalten weniger Schaden durch Molotovs. Ist okay, es war sehr überpowered gewesen. Finde ich aber auch schade, weil man die sehr schwer töten kann. Wie man vielleicht auch im Video sieht, wo ich es dann verkackt habe irgendwann. Und ja, das Anzünden von diesen Tentakelmonstern, sagen wir mal, bringt das, führt halt dazu, dass die jetzt richtig wütend werden und tun dann herumrennen und wollen dann den Spieler angreifen. Es ist auf jeden Fall schwierig, dann so ein Viech zu töten. Und jetzt die normalen Gegner hier, so, die können jetzt auch Spielermauern angreifen. Das heißt, die werden diese beschissenen Mauern angreifen. Naja, ne? Und wo wir gerade dabei sind, dass Gegner noch Holzmauern zerstören können, habe ich noch vergessen, in den Spielen anhalten. Die Holzmauern haben jetzt auch einen Gesundheitswert. Das heißt, es dauert länger, eine Mauer mit der Axt zu zerstören. Und das stimmt leider auch nicht. Ich habe keine einzige Gesundheitsanzeige gesehen. Die anderen Sachen kann man gar nicht richtig zerstören. Und die Holzmauern, die normalen, die Walls, die kann man einfach mit einem Schlag zerhauen. Wie vorher auch.
Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt die Show geändert hat. Vielleicht war es einfach die falsche Wand, die ich genommen habe. Aber die anderen konnten man nicht so schlecht. Ich hatte 50.000 Mal eingeschlagen, da ist nichts passiert. Ich bin einfach durchgeschlagen. Und dann noch nicht mal ein Geräusch, nichts. Und ich glaube, das ist noch ein Bug oder es wurde nicht richtig implementiert. Ich habe keine Ahnung. Deswegen nur so Vorwarnung, Leute. Vorsichtig damit, ne? Dann gibt es noch eine weitere Sache zu spielen. Ich habe da so viel, Leute, ich habe echt viel überwähnt. Die Plattformen rasten jetzt auch genauer ein. Das heißt, wenn man so irgendwo was an die Bäume dran haut, geht das viel, viel besser. Und es gibt noch eine Verbesserung vom Holzschlitten, vom Schieben davon. Das heißt, der bleibt nicht mehr an anderen Objekten hängen. Nicht mehr, zumindest nicht mehr so oft. Aber Vorsicht, Leute, es gibt einen Bug, der bei Holzschlitten dazugekommen ist. Ich habe den benutzt, habe mehrmals so E gedrückt und alles Mögliche. Und hast ein bisschen ausgereizt, aber mal wieder loslassen und auf einmal bin ich mit dem Ding durch die Welt gefahren. Das heißt, kann passieren, wenn ihr irgendwie mal dran geht, einmal war es das erste Mal, ist direkt passiert beim ersten Mal. Und es kann random irgendwie passieren, dass ihr da mit durch die Welt fallt und dann müsst ihr laden. Euch spielt dann laden, weil der dann an den Endlich lang fällt. Beziehungsweise wenn ihr dann davon loslässt, werdet ihr wieder nach oben teleportiert und fällt dann wieder runter. Das ist ja, ne? Also vorsichtig damit. Ne? Das funktioniert. Und man sollte, wenn man mit einem Logset arbeitet, öfters mal speichern. Und jetzt noch zu den letzten Sachen. Es gibt schon so einige Bugfixes und Fehlerbehebungen, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde. Und zum Beispiel, dass das Spiel nicht mehr springen kann, wenn man halt so einen Holzschlitten schiebt oder so ein Logflat. Und gibt es noch extra Check-up-Fragen, findet halt, dass der Spieler durch die Welt fällt, wenn er so einen Wald runterklettert. Und so weiter. Es gibt richtig viele Sachen noch da, so ein Bugfixes. Dass auch keine Vögel mehr durch die Höhlen fliegen, vor allem gibt es nicht mehr. Es gibt noch eine Kollisionsabfrage bei orangenen Zelten. Vielleicht Feuerpistole setzt es auch Gegner im Brand, was er vorher nicht wirklich gemacht hat. Und alles Mögliche. Seestände wurden aus Höhlen entfernt und sind jetzt nur noch an Stränden vorzufinden. Und alles Mögliche, noch ganz viele andere Sachen. Und ja, Leute, das war es jetzt auch einfach mit der Version 0.13 und 0.13b gewesen. Sagen wir es mal so. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, bitte schreibt in die Kommentare. Auch mal mit den Cheats, wobei ich mir wahrscheinlich nochmal anschauen werde, wie das genau geht. Aber ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall erstmal für die Version. Wir sehen uns dann in der Version 0.14, die jetzt schon in. Bei mir jetzt 12 Tagen, bei euch wahrscheinlich nur in 11 Tagen rauskommen müsste. Also es dauert gleich mal so lange. Also von dem Release, von dem diesem Update, dauert eigentlich nur 2 Wochen. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.